Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute in meinem neuen Video steht was ganz Besonderes an. Ich bekomme ein anderes Make-up. Ich habe mir heute eine Queen eingeladen. Die gab es schon mal in meinen Videos. Katie Glamillion. Ja, ich kriege Katie Glamillions Gesicht. Nur leider haben wir die Szene gedreht und nicht aufgenommen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal so einen kleinen Zaubertrick anwenden. Das heißt, dieses Gesicht kommt gleich ab. Katie wird wie aus Zauberhand auf einmal hier neben mir sitzen. Und ich werde schon Foundation, Contour und Highlighter im Gesicht haben. 3, 2, 1 und los geht's! Ich habe meine Hose mit Make-up beschmiert. Alles voll Lilly. So, ich mache dir jetzt nochmal ein stärkeres Highlight ins Gesicht. So, jetzt fangen wir bei den Augenbrauen an. Yeah, jetzt kommen die Augenbrauen, da bin ich echt neugierig. Ich habe da einfach jetzt meine mitgebracht, dunkelbraun von Braun. Okay. Aber ich weiß, ich bin jetzt mal gespannt, wie die Form bei dir wird. Liebe Katie, komm. Wie bist du denn eigentlich so auf die Idee gekommen, Drag zu machen? Oh. Wer hat dich inspiriert oder wer hat dir den Kick gegeben, einfach zu sagen, so, ja, ich möchte mir jetzt schminken, ich möchte falsche Brüste, falsche Hüften, falsche Haare. Das und sind keine falschen Haare, das sind meine richtigen Haare. Ja, aber lalalicious. Erzähl mal, ich bin gespannt. Tatsache, von den Real Queens. Wo ich wollte Drag machen, eigentlich, habe das mal schön gefunden. Ich habe einfach so, ich habe Make-up gekauft und habe, ja, wie soll ich sagen, ich habe es einfach zu Hause gekauft und gemacht, geschminkt, was auch immer. Mich immer als Frau geschminkt, am Anfang immer nur Horror-Make-up. Irgendwann mehr Frau und da war ich einmal CSD und sah so viele Drag Queens und es gefiel mir voll und ich wollte das unbedingt auch machen. Also warst du hier in Köln schon auf dem CSD? Ja, da war ich aber eher als Frau geschminkt. Die kam dann zu mir und hat gesagt so, ja schön, und die haben alle gedacht, ungelogen, ich war eine lesbische Frau. Sie dachten alle, ich wäre eine lesbische Frau, schon mit meiner besten Freundin hier da. Wir sind morgens früh von Luxemburg losgefahren, wir sind um 6 Uhr aufgestanden, um uns zu schminken. Und sind dann halt früh losgefahren und haben dann angefangen, die Zeit damit zu genießen. Ein Freund von mir hat dann Marcella angeschrieben. Und Marcella hat dann halt geschrieben so, ja, komm auch einfach auf die Backstage. Mach doch Alpha Drag und wir sehen uns dann halt da. So, das habe ich dann gemacht. Meine Mutter auch in den Arsch getreten und gesagt, Mama, ich muss nach Köln fahren, und habe das dann auch gemacht. Dann haben wir die Real Queens gesehen, das war an dem Abend, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Wir standen da, also da, das war das Geburtstag, 10. Geburtstag der Backstage Diaries, ne? Krass, dann hat also Marcella praktisch uns beide zu Drag gezwungen. Also sie hat mich halt zu Drag inspiriert. Gezwungen, ja. Und war auch so stolz, dass ich einfach als Drag rausgehen konnte, ohne gehasst oder angegriffen zu werden. Ich hatte so Angst von Queens oder einfach alleine da zu stehen und war komplett alleine in Köln und ja, ich war halt sehr nervös, ne? Leute, don't judge me, these eyebrows look so terrible that I gotta conceal that shit. Guckt diese Augenbrauen bitte nicht an. Oh, jetzt konzentrieren wir den Rand der Augenbrauen, für dass sie halt schöner werden. Du musst nur ein bisschen näher kommen, das wäre... Nee, komm ein bisschen runter. So, die Augenbrauen sind fertig, oder? Oder hast du noch was? Nein, die Augenbrauen sind gut jetzt so. Jetzt okay. Müssen wir eigentlich mit dem Eyeshadow, oh, jetzt habe ich meine Wimpern gleich abgezogen hier. Oh, oh, oh. Nein, wir müssen jetzt mit dem Eyeshadow
Eyeshadow, okay, fangen wir an. Wir werden dir heute, glaube ich, was mit Grünem machen. Was Grün und mit Gold. Am Anfang dachte ich auch, das geht gar nicht. Aber ich habe auf dem Foto gesehen, es klappt und ich habe das auch schon mal getragen. Hau rein. Meine Brüste fallen raus. Ja, Katie, erzähl doch mal jetzt hier. Hast du eigentlich so Drag-richtige Vorbilder? Redest du jetzt von einer amerikanischen Drag oder einer von... General Drag. Kann ja auch sein, dass du... Von der Attitude, Ador Delano. Ador Delano ist sie? So... Ador Delano ist so ein bisschen einer, die, die sagt immer, sie gibt einen Scheiß auf alles, sie macht ihr Drag, wie sie es haben will. Und, ist ja auch richtig. Ne? Jeder soll seinen Drag halt so machen können, wie er will. Und jeder muss auch eine gute und nette Ausstrahlung haben. Dieses ganze Teil da, shady, shady, das ist kein Muss. Und zweitens braucht man das auch gar nicht. Das habe ich auch schon schwer erfahren müssen. Das habe ich dir aber auch schon so oft gesagt. Ja, aber ich bin mal so angeeckt, das war nicht mehr lustig. Und deswegen habe ich aufgehört damit und dachte mir, the real attitude is the one attitude that you know, that you need some. Ja. Mir gefällt es definitiv besser. Ich bin sehr liebevoll. Let's go! Jetzt nehmen wir bestimmt dunkle Farbe. Ich glaube, ich nehme ein bisschen knallige Farbe. Ja. Die guckt schon so, help me! Ja, ich hab ja einen langen Brief geschrieben. Aber ich kenne den Text nicht mehr. Das ist lange her. Dass ich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Weihnachtsmann und KKG, ne? War ja. Das. Oh, das war toll. Aber ich kenne den Text nicht mehr. Ich kenne nur die erste Strophe. Toll. Was kommt jetzt? Bist du mal mit Liedschatten fertig? Ja, mit Liedschatten grob bin ich jetzt fertig. Grob, toll. Nein. Ich kann mir echt noch nicht vorstellen, wie das aussehen soll mit meinen originalen Augenbrauen, ne? So relativ zusammengedrücktes Make-up, würde ich mal sagen. Ja, das ist ein richtiger Begriff, ne? Das so, weil ich ja mal das zusammen, das alles höre, dass man mehr Platz hat zum Schminken und jetzt so ein bisschen so, alles ein bisschen... Das Lustige ist, bei mir sieht das auch am Anfang so aus, so zusammengequetscht. Aber echt? Du musst überlegen, du kriegst ja noch ein unteres Auge. Das heißt, das Auge bleibt ja nicht so, sondern es wird halt so. Ja, ich habe sowieso sehr kleine Augen, deswegen da musst du echt traction. Und den sieht man gar nicht, den Olaf, ne? Der Olaf. Da ist er, guckt euch Olaf an. Er hat ein Stubbelnäschen. So, Olaf, musst du wieder schlafen gehen. Ich mache eine Cut Grease. Eine Cut Grease ist das hier vorne. Für das Auge größer zu wirken, mache ich die Cut-Grease auch natürlich höher, nicht das eigentliche Augenlid, sondern höher. Das sieht das Auge natürlich auch wieder aus. Sehr gut. Und meine nächste Frage, Katie, hat es jetzt in sich? Ach du Scheiße, ja, jetzt kommt's. Wir wissen jetzt deine Vorbilder, aber gibt es denn auch Queens, vor allem in Deutschland, wo du sagst, ey, kann ich überhaupt nicht ab? Ich sag es mal so. Von mir aus musst du keine Namen nennen, aber vielleicht so ein kleiner Hinweis oder so. Oder vielleicht doch Namen, wäre natürlich besser. Vielleicht auch mit Begründung. Du musst ja nicht beleidigen sein, einfach. Nein, können. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich. Das wird doch hier schon meine Community sehr interessieren. Vielleicht auch die Queen, die gerade zuschaut. Ich sag einfach mal so. Es gibt natürlich welche, die ich nicht leiden kann. Es gibt immer Menschen, die man nicht leiden kann. Ne? Mhm. Und, aber ich muss es der Person halt nicht zeigen und auch ihr nicht sagen. Natürlich, wenn die Person kommt und mich fragt, Katie, kannst du mich überhaupt leiden? Da bin ich aber auch ganz ehrlich und sage, ich mag dich nicht wirklich, aber es ist kein Problem. Ich kann mit dir aber umgehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt 24 Stunden mit der zusammensitzen will. Mit der Lili wird das noch funktionieren, das ist aber eher umgedreht. Die könnte aber nicht mit mir. Nein. Ich glaube, ich würde mich erhängen, wenn ich 24 Stunden in einem Raum mit dir gesperrt wäre.
Lied wurde concealed. Ist das der richtige Fachausdruck? Concealed. Concealed. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oh, schlecht. Besser. Also, ich habe jetzt tatsächlich das... Ach, näher kommen. Das erste Mal richtig Glitzer am Augenlid. Das Augenlid. Ist ein Glied. Ja, ich sehe zwar noch nicht wirklich was, aber ich bin gespannt. Das Problem ist, man sieht das auch meins nicht, ne? Warum fällt die Strähne gerade immer in der Fresse die ganze Zeit? Egal, ich habe noch eine neue Frage, Katie. Während du mir mein nächstes Augenlid verglitzerst. Katie, was war denn dein peinlichster Drag-Moment? Ich glaube, ich weiß, welcher das war. Nee, nicht auf der Night of the Living Drag. Nein, da ist nichts. Was? Es gibt noch was Schlimmeres, außer... Nein, das ist mir noch nie passiert. Jeder behauptet, dass das passiert ist. Das ist aber nie wahr. Das ist nicht wahr. Angeblich hat Katie während der Performance von Night of the Living Drag die Glocken spielen lassen. Das stimmt nicht. Die lügen die ganze Zeit. Das Lustige ist, es war mit Panzertape zugeklebt. Da kann nichts rausgefallen sein. Sie haben nur einen Ansatz davon gesehen. Die perversen Nutten hier. Ich hab's nur gehört. Also dann okay, erzähl mal, was war denn dein peinlichster Drag-Moment? Ich glaube, du warst doch noch nicht dabei. Ich bin alleine aus dem Ex heraus. Und ich wollte zum Kiosk und ich habe den Bürgersteig nicht gesehen. Ich bin voll auf die Fresse geflogen. Ich hatte da halt, tschu, ciao, bitch. Und ich so, doing. Und meine Hände waren so offen und die Leute so, geht's dir gut? Ich so, au. Sitzen meine Haare noch? Hände am Bluten und so? Ja, kenn ich. Ja, wir fangen jetzt an mit dem super schönen Eyeliner. Bling, bling. Der bis zum Mond und zurückkommt, also sehr lange. Und sind wir mal gespannt, ob wir das bei Lilly hinbekommen. Ja, Katie, ich habe eine neue Frage für dich. Ja. Was hast du dir denn jetzt für 2019 für deinen Drag so als Ziel gesetzt? Was willst du unbedingt erreichen? Wie siehst du dich nächstes Jahr? Was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Was deine Ziele und so? Erzähl mal. Das interessiert öfter mich sehr. Öfter performen können. Öfter performen, doch. Also willst du wirklich richtig Performing bisschen, machen? Ja, richtige Performing. Natürlich nicht mit so schönen Haaren, weil das geht nicht damit. Doch, eigentlich schon, aber die Haare sind zu schade. Doch, mehr performen, mehr auftreten und mehr für die Community einsetzen, doch. Hört sich doch gut an. Klappe. Entschuldigung, Nachbarn. Komm, bisschen drehen. Sag nicht I, wenn du mich am Schminken bist. Einer oben ist endlich fertig. Der hat jetzt das längste gedauert. Über eine Stunde, glaube ich. Ich bin fast eingeschlafen, weil ich immer Augen zumachen musste. Von 5 Minuten. Für euch auf jeden Fall, nicht für mich. Für mich ja, ist auch schon die 6. Stunde. Verstehen nur Leute, die in der Schule waren, ne, Katie? Jetzt mit dem unteren Eyeliner. Bing, bing. Wird dann wohl mal wieder Zeit für eine neue Frage, oder? Hast du die denn schon mal überlegt, einen Namen zu wechseln? Ja. Also nicht deinen Vornamen, aber... Glomillion, ja. Die Glomillion, weil ich habe ja meinen Favoriten und das, glaube ich, wisst ihr. Diejenigen, die regelmäßig meine Videos schauen und wenn ich sie erwähnt habe, dass ich ganz oft ein Versprecher habe und ich habe schon ganz oft gesagt, du musst diesen Namen ändern. Von Glomillion zu Chlamydia. Ich finde das nicht so lustig. Bitte Chlamydia echt alle, ich hätte Chlamydien. Naja, eine ist die CD-Player. Anna, ja wahrscheinlich. Eine Annabelle Prostata oder so hat auch nicht. Bella Vaginella. Ja, die hat auch keine Vaginella. Ja, ich hätte gerne manchmal meinen Namen geändert. Aber ich denke mir, jetzt bin ich mal froh, wenn mein Name so bleibt, dass der Name jetzt auch so
in den Köpfen auch so bleiben kann. Weißt du, was ich meine? Aber Chlamydien bleibt nicht in den Köpfen. Doch, aber Katie. Ja, Katie. Katie Chlamydie. Leute, was haltet ihr? Jetzt bitte eine Abstimmung. Welcher Name ist besser? Schreibt es mal in die Kommentare. Entweder Katie Chlamydien oder Katie Chlamydie. Ich bin ja auch mal gespannt, welchen Namen ihr cooler findet. Also ich finde die Chlamydie besser. Chlamydien hört sich halt lustig an, aber ich bin nicht lustig. Das sagt sie. Doch, sie ist lustig. Hübsch und lustig. Oh, danke. Welcher YouTuber macht Nacktvideos? So, nee, kein Nacktvideos, aber der hat, guck mich an, der hat währenddessen, er hat zum Beispiel die Schokoladenpizza da gemacht hat, was da in Unterhose da. Du meinst ja wohl nicht, Tanzverbot! Ich glaube schon. So ein Dicker. So ein Dicker mit Ziegenbart. Ja, der. Ja, Tanzverbot. Ich feiere den tatsächlich. Ich finde das so geil, ne? Hast wer von euch guckt YouTube-Kacke? Das müsst ihr mal gucken. YouTube-Kacke. Ja, die haben auch was. Ganz vieles schon über Tanzverbot gemacht. Also Tanzverbot, wenn du dieses Video jemals sehen wolltest, ich feiere dich. Ich finde deinen Kanal geil. Wenn du das sehen willst. Oh. So, das war Liebeserklärung an Tanzverbot. Weil ich weiß, der macht das auch immer. Hallo, der hat Kohle, der hat viele Views und... Ganz verrückt, ich suche immer noch meine wahre Liebe, also melde dich. Die ist 2 Meter groß, vergiss es. Diese Position finde ich sehr merkwürdig. Und da fühle ich mich nicht wohl mit. Oh mein Gott! Pennywise! Also nicht Penny, wenn ihr kennt Pennywise, ne? Falsch verstehen. Ich bin ein Gorilla. Ich bin die Mutter von Tarzan. Kannst du bitte weitermachen? Ich bin auch irgendwo mal. Ich sollte die Klappe halten, sie hat was Spitzes in der Hand. Das sind dann Eyeliner. Blub, blind. 1-mal musste das sein. Ich nehme das ja auch noch lustig auf. Wenn es ab und zu mal passiert, ist es okay. Katie Chlamydien, you are the only queen, wenn du über die Street gehst, bist du die Einzige, die nicht nach links oder rechts gucken muss. Oh. Das hat aber eine Omi gesagt. Du warst selber noch dabei. Ich weiß. Echt krass Katie geworden. Mhm. Aber auch cool. Es gefällt mir tatsächlich wirklich bis jetzt. Oh, meine liebe Kate, ich habe natürlich noch eine letzte Frage. Wahrscheinlich wird das ganz viele homosexuelle Männer interessieren, wenn du sexuell drauf bist. Mir wurde das definitiv schon mal gefragt und diese Frage stelle ich dir auch. Katie, du wurdest top, gefragt. Top oder Bottom? Also ich glaube, ich würde mal Bottom schätzen, aber so richtig. Glaubst du wirklich? Ja, ich schätze dich sehr, sehr, sehr Bottom ein. Ich bin Worst Bottom. Für die ich ihr so ein paar Fragen gestellt. Die kommen auch jetzt langsam in den Endspurt. Ich würde sagen, wie der feine Look ist, seht ihr jetzt in ein paar Sekunden. Für uns sind das noch vielleicht eine halbe Stunde. Also wir sehen uns auf jeden Fall bis gleich. Es war sehr interessant, Kate diese Fragen zu stellen. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Also, dieses Face seht ihr jetzt. Nach dem Cut! So Leute, ich bin wirklich fertig mit den Nerven. Das Make-up ist endlich fertig. Lilly wurde glorifiziert und der fertige Look ist jetzt hier. Mich null wieder. Diese Haare, dieses Make-up. Ich hätte niemals gedacht, dass man meine echten Augenbrauen
verwenden kann als Drag-Make-up. Es hat ich bin auch sprachlos. Es hat mich echt verwundert, dass ich das jetzt hinbekommen habe. Es hat mich mega gefreut, das zu machen. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin sprachlos. Ich erkenne mich gar nicht wieder. Ich finde es tatsächlich Hammer. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mal so einen richtigen Wimpernschlag. Wahnsinn, Leute. Ey, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt diesem Video definitiv einen Daumen nach oben. Vielleicht kriege ich noch andere Queens mal so, um mich zu schminken. Also mir hat das echt gefallen, so komplett mal anders. Und voll diese Haare, guck mal, diese Haare sind einfach komplett nicht mal im Bild. Wenn ihr Katie mal buchen wollt für so ein Make-up, sie kann nicht nur Drag-Make-up, sie kann auch Beauty-Make-up, sie kann Horror-Make-up, sie kann Effekt-Make-up. Ja. Schreibt sie auf Instagram an, verlinke ich euch auf jeden Fall unten in die Infobox. Das macht sie gerne, sie ist gelernte Visagistin und jetzt in ein paar Wochen gelernte Make-up-Artist. Also, Leute, macht es auf jeden Fall, wenn ihr alles Haare von ihr gestylt haben wollt. Das ist ein Style von Katie Glomillion. Ey, Leute, lasst euch die Haare von Katie stylen. Und das ist noch nicht mal so teuer. Sie ist meine persönliche Haarstylistin, wie ihr wisst. Und tatsächlich echt nicht teuer. Also ich liebe ihre Haare, wenn sie meine immer stylt. Deswegen folgt ihr auf Instagram, schreibt sie an, wenn ihr Haarstyling braucht. Wenn ihr einfach mal ein professionelles Make-up braucht. Folgt auf jeden Fall auch mir auf Instagram. Ich werde jetzt gleich erstmal mit diesen Haaren, mit diesen Make-up-Bilder machen. Und ich werde auch gleich diese Haare klauen. Deswegen, wenn ihr die Bilder sehen wollt, folgt mir auf Instagram. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war natürlich mal wieder was komplett anderes. Das war mal ein Schminkvideo von mir. Von mir, von ihr, in mir, an mir. Wie auch immer. Wir beide wünschen euch schöne Feiertage, eine wunderschöne Weihnachten. Und schöne Zeit mit der Familie. Ja, lasst euch reich beschenken. Wir werden uns nächste Woche das letzte Mal in diesem Jahr sehen und seid gespannt, was dann auf euch zukommt. Ich freue mich und wir sagen bye.